Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Tell Me Why. Hund ist am Knacken, alles ist schön, wir haben hier alles durchgeguckt, also können wir jetzt langsam nach oben traddeln. Tyler, you coming? Ich kann ja mit ihm nicht mehr reden, oder? Nö. Irgendwie wirkt die ziemlich unheimlich, diese Polizeiwache, oder? Also ich finde sie I'm ziemlich guessing this is unheimlich. where they stash all the guns and stuff. Well, it's not exactly Fort Meade, but yeah. You think we could find some files about Marianne in the archives? I don't know, but it's off limits anyway. Maybe Eddie would show us her file? Ich komme hier nicht durch, danke schön. Gucken wir jetzt hier nochmal. Okay, hier ist absolut nichts. Dann können wir jetzt hier rein. Allison, hey. Just finishing up a call. Trying to convince Melinda the Ravens and her garbage aren't police business. Give me a few minutes. Sure. Make yourselves a cup of coffee. Here's the key to the break room. Thanks. Come back upstairs when you're done, okay? Der sieht aber gar nicht so alt aus, wie ich jetzt gedacht Coffee hätte. Sound good? The machine is in the break room downstairs. Uh-huh. Kann ich auch alles andere öffnen? Wahrscheinlich nicht. I'd lock those memories in some deep, deep part of my brain. Same here. Kann ich es jetzt öffnen? Ja. Oh, da können wir jetzt aber noch ein bisschen schnüffeln. Rose never lets me back here. Und wir haben auch direkt wieder eine Erinnerung. Where are we going? We're just gonna sit down in here, and I'm gonna ask you a few questions, okay? Okay. Was haben wir denn hier? Yeah. I just usually try my best not to remember that night when I'm here. I would too. Untersuchen. Rose left the computer on. Dann können wir mal gucken. An alle Mitarbeiter des Police Departments, neue Verwaltungssoftware, bitte Passwort zurücksetzen. Im Rahmen der Einführung unserer neuen Verwaltungssoftware müssen alle Mitarbeiter ihr Passwort zurücksetzen. Beachte bitte, dass es ab jetzt jeder Polizeibeamte mit ID und Passwortzugriff auf Computer an der Aufnahme hat. Bei Fragen wendet euch an Sally oder mich, Rosie. Beachtet bitte, dass ab jetzt jeder Polizeibeamte mit ID und Passwortzugriff auf den Computer. Mit ID und Passwort. Vorheriger Benutzer Wilson. Winnecki. Ich bin auch. Oliver, Grex, Jackson, Wilson. Der. Wir brauchen von irgendjemandem die ID. Also müssen wir nochmal raus. Lass mich raus hier. Ich muss mir die ID angucken hier. Von wem können wir die gucken? Officer Denise Wilson. Haben wir hier irgendwo? Officer Josh. I can't believe they're going to prison for nothing. Patienten-ID? Nee.
Ich versuche gerade herauszufinden, ich brauche die ID, ja, irgendwie. Aber wo könnte das sein? Warte mal. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen weiter gucken. Vielleicht finde ich das ja hier an dem Computer überhaupt nicht. Sondern ich mach mal hier auf. So, was haben wir denn hier? Okay, let's go in. Aha. Hier ist, guck mal, spinnt. Oh, warte mal, wir können hier mit ihm reden. Allison, how about that coffee we were talking about? Nee, ich möchte das mit dem Spind. Die Dingens, die Wilson, hat doch ihren Spindschlüssel hier gelassen. Genau, hier. Yep, it's locked. Irgendwas vibriert hier. Didn't ach. Tessa buzz at dawn for smoking weed behind? Yep. Hey, she's Delos Crossing's best cop. Other than Eddie, of course. My bad. I wonder what Delos Crossing's best cop stashes in her locker. Maybe she keeps a spare key somewhere? She won't notice if we borrow this, right? As long as we put it back right where we found it, we're good. Ne, wir machen jetzt auf, aber wir müssen ja mal ein bisschen gucken, ne? Aber mit der ID da müssen wir auch noch mal irgendwie... Ich muss mal kurz gucken. Wir gucken mal. Vielleicht lässt sich so noch einiges herausfinden. We really shouldn't be in here. Yes, but you never know where we might find information about that night. I guess so. So, willst Balto came through. Balto. Oh. Nachdem, kennt ihr nicht diesen Kinderfilm Balto? Das ist ja auf einer wahren Begebenheit. Der damals ja die Kinder in Nome in Alaska mit dieses Schlittenhunde gespannt, der die gerettet hat, weil er die Medizin rechtzeitig dahin gebracht hat. Und über diese Strecke, die der, also die dieses Schlittenteam damals mit dem Balto als Leithund halt gefahren ist, darüber läuft jetzt das heutige I Did It Row, dieses, ich glaube, so wird es auch ausgesprochen, dieses größte Schlittenhunderennen auf der Welt. So. Ich glaube, ich. So Wilson leaves her locker key in her desk and her password reminder in her locker? That's so irresponsible. An intruder could easily access all kinds of police files with this. Yeah, like two goblin intruders. Was steht da? Winner of... What? Boah. Ja, da kann ich das lesen, aber... Wer? Warte mal, Winner on my 2000. Nee, der Winner on meinem 20. Geburtstag. Der Gewinner von meinem 20. Geburtstag. So, das heißt. Warte mal, auf ihrem Schreibtisch war doch eine Liste mit den Schlittenhunderennen. Müssen wir doch jetzt nur gucken, wann sie Geburtstag, wie alt sie jetzt ist. Pass auf. Wir packen jetzt erstmal den Schlüssel wieder zurück. Ach so, nee, Quatsch. Ich brauche ja noch, muss ja noch mal reingucken, weil ich weiß ja gar nicht, wie alt, wann, ich glaube, sie ist jetzt, wie alt? 29 war sie, glaube ich. Bin mir noch nicht sicher, ich muss noch mal gucken. So.
29. Das heißt, wir haben, das müsste 2006 dann gewesen sein. So, das heißt, wir haben. I should take her out for a birthday drink. So, 2006. Jeff King mit Salem. Dann wäre jetzt das Passwort Salem. Bingo. So, Sam Kansky. Hallo, Dee. Oh, Sam. What about him? Also, der Bär. He got arrested for public intoxication last week, and that was not his first offense. He's on a bit of a downward spiral. So, hallo Dee, nur zur Info, weil du morgen früh die Dienstablösung bist. Sam Kansky hat schon wieder die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbracht. Er war total besoffen und hat Kunden terrorisiert. Als Maria ihn von Bernies aufgelesen hat, auf dem Revier ist er relativ schnell eingeschlafen, sodass es ihm besser gehen sollte, wenn du anfängst. Er hat aber wahrscheinlich einen riesen Kater, sodass ihm wohl eine große Portion Kaffee und Donuts gut tun würde. Ich denke, deswegen wollte die Mary Ann vielleicht nicht mit ihm zusammen sein. War er vielleicht schon immer ein Trinker? Okay, Frau Reynolds hat heute Morgen einen Schlüsselbund vor dem Becky-Laden gefunden und ihn abgegeben. Drei kleine Schlüssel plus einen Flaschenöffner als Schlüsselanhänger. Wenn ihn jemand sucht, der ist im Schrank des Fundbüros. Ich hätte es ja ordentlich archiviert, aber die neue blöde Verwaltungssoftware hat den ganzen Tag gestreikt. Ernsthaft, wer kam auf die Idee, dies zu ändern? Den würde ich gerne mal zum neuen 2W-Geschießstand einladen, den ich gefunden habe. Upsala, muss da nochmal rein. Ihre Bestellung, DVD-Set, dann, hallo Dee, gibt es für deinen Vortrag am Freitag irgendwelche Folien oder Lesematerial? Ich wollte dir auch noch sagen, dass sich ziemlich viele Leute angemeldet haben, also bereite dich auf eine hohe Teilnahme vor und trage deinen schicksten Anzug. Ich glaube, dass die Kinder dein Reden wirklich gut finden werden. Jugendzentrum. Mhm. Ja, gut, könnt ihr selber lesen. Okay, Wilson. Hallo Kyla, ich sende dir Folien, sobald ich zu Hause bin. Ich freue mich so, davon zu hören. Ich werde dir ein Geheimnis, wie man Aufmerksamkeit der Kinder bewahrt. Geschichten aus der Ausnüchterungszelle könnt ihr selber lesen. Und Bennett. Schätzchen, du rennst bei mir offene Türen an. Ich freue mich schon auf Freitag. K. Kyla Bennett, wenn ich etwas stark zu Angst habe. Ja. Hat man nicht gerade viel gefunden, ne? Man hat nichts gefunden eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich so fast gar, eigentlich gar nichts gefunden. Da kann doch nicht sein. Wie kann das denn sein, dass man gar nichts gefunden hat? Ugh, I've let this place get gross. Das schieben wir jetzt erstmal weg, weil das nervt mich. This is heavier than I expected. I'm not that hungry. Das glaube ich. Oh, hier haben wir auch noch ein Büro. Was ist der Kaffee? Hier ist nichts. Oh, that's gotta be a new record. Allison. How about that coffee we were talking about? Nein, geht jetzt noch nicht. Ich muss jetzt noch hier ein bisschen gucken. Restroom kann man immer noch nicht öffnen. I'm not going in. Sie geht da nicht rein. Warum? Was ist da drin? Dann nehmen wir jetzt halt den Kaffee. How is it still warm? You sure you want coffee this late in the day? You'll be up all night. I don't think I'll sleep much anyways. Too much on my mind. Those dusty couches won't make it any easier. Hey, you okay?
Ach, das war das Zimmer, wo er befragt wurde. Zu dem Mord an seiner Mutter. I can't do this. Calm down, Allison. Stick to the plan. Come on, don't freak out on me now. I can't, please, I can't lie. We already lied. It's all gonna be fine, okay? Hat sie die Mutter getötet und nicht er? You okay? Honestly, no. Do you ever regret? No. No way. Well, maybe once or twice early on, but now, no way. I mean, look where we're at. Look where I'm at. Uncle Eddie's probably done by now. We should go find him. Do you mind if I go inside that room for a second? You sure? Sie hat die Mutter getötet und nicht er. Er hat's nur auf sich genommen. It's the first time I've been in here since that night. Eddie was so uncomfortable, he dropped a vase. Kann ich hier denn irgendwie was? Huh. What's that back there? No way. Have you been hiding back here all this time? Wir haben schon wieder was gefunden. What are you looking at? This poster. I kept staring at it that night. I was picturing myself in the forest, hunting for goblin treasure. Just wanted to be anywhere but here. Yeah. Have a seat. All right. Ah, damn it. No. Sorry. Huh, they kept this? What? It's that vase. They glued it back together. So, isn't Brown waiting for us? We should head back to his office. Ja gut, hier ist ja auch sonst nichts mehr. Ich kann auch nichts irgendwie aufmachen, anfassen oder so. Und er möchte auch nicht mit mir darüber reden. Ja, dann ist ja gut. Dann können wir gehen. Warte, hier ist noch was. Why did you separate us? Is Ollie okay? Ollie's just fine, honey. They're all in the other room having cocoa. Everything's gonna be okay. I need to ask you a few questions now. Come with me. You're awfully quiet. Yeah, sorry. Trying to deal, but it's a lot. Versuch gerade zu gucken, ob wir noch irgendwo eine Erinnerung finden. Was ist denn für ein Geräusch? Hört sich jetzt so ein bisschen unheimlich an. Mein Hund hat gerülpst. Das ist so ein Schwein. Du Ferkelchen, du. Ach, du Ferkelchen. Oh, das ist ein Ferkelchen. Oh, der hatte gerade noch gegessen. Und das ist so ein... Ach, und da musste er immer so... Ei. Jetzt guckt er mich an. Okay. Hey, sorry that took so long. Sometimes these old folks want us to come out just because they're lonely. No worries, Uncle. Hey, you remember this guy? Yeah, of course. How can I forget?
Tyler Ronan. Back in Delos Crossing. It's good to be back. And just look at you. A man grown. Yep, guess I ate my Wheaties. The whole clan's so proud of you. How you work with those kids at Fireweed. I would say children are the future. I thought that was Whitney Houston. Come on, bro. She stole her entire act from me. Everybody knows that. Look at you two. Reunited and it feels so good, huh? Yeah. Not sure how I got by without this dork. Look, Eddie, we aren't here just to say hi. We found something in Marianne's room. Things aren't really adding up anymore, and we've got questions. Oh yeah? Hat sich, wie waren ihre letzten Tage? Hat sich Marianne Sorgen gemacht? Did she mention anything about us that might have been worrying her? About Tyler in particular? No. She dealt with those kind of worries all on her own. Kept the rest of us at arm's length. I see. I will tell you one thing, though. Your mom. Never knew her to hate anyone for being unconventional. Usually. It's the other way around. Hat sich Marianne Sorgen gemacht? Wie waren ihre letzten Tage? Wie waren ihre letzten Tage? Did anyone mention anything about her behavior in the days leading up to that day? Anything at all? No. Everyone I talked to said it took them by surprise. Did you see her at all? Like, in those last few days? No. I hadn't seen her for weeks. Maybe a month before. Danke sehr. Thanks, Uncle Eddie. If you want my advice, nothing good comes from stirring up old memories. We don't really have a choice about that. There's always a choice, son. I know sometimes it doesn't seem like it, but there is. Can we take a look at her file? Maybe we'd see something you didn't. Her file? Her case file, her police file, whatever you call it. You keep those pretty much forever, right? We do, but I can't just pull it out right here, right now. There are procedures. But you're the chief. Which makes it even more important that I follow procedures. Look, Chief Brown, are you gonna help us? Or are you gonna be a cop about Tyler! This? No, it's fine. Tyler, I know you resent me, but Fireweed was the best deal I could get you. I'm not mad about Fireweed, but I may be a little salty you kept my sister away for 7 fucking years. That's what this is about? Look, that was the court's recommendation. They're the experts. I just went along. Yeah, sure you did. Trust me, son. We all believed that what happened that night was self-defense, but we couldn't be sure. I can't believe this. Look, we couldn't be sure, okay? I was trying to protect you both. So you still not sure? What? You still think keeping us apart was the right call? She was traumatized. We needed each other to heal, and you took that away from us. So why didn't you let your sister visit when you turned 18 Uncle, then, huh? Uncle, please, let's move on. She's never gonna tell you how much that hurt her, but it did. That was about me. It wasn't about her. Allison gets that. And 3 years is nothing compared to 7. Right, Allie? Eddie wollte nur das Beste für mich. Es war falsch, uns zu trennen. Schwere Frage. Aber es war falsch, sie zu trennen. Das war es wirklich, auch wenn er nur das Beste für sie wollte. Es war falsch, sie zu trennen. Look, Uncle. Separating us like that did not help me heal. If anything, it was the opposite. Even if he had been dangerous, I'd have taken the risk. Being apart was that miserable. I didn't know you felt that way, little Moose. It was hard to talk to you about it. I didn't want to seem ungrateful. Look, we've all fucked up. We've all hurt each other. But isn't that what family's for? Can't we just move on? Sounds like the right call. Times like this, I wonder who raised who. We're gonna stay the night at the old house. We better get going. You wanna grab a bite first? It's on me. Don't wanna send you out there with empty stomachs. I would not turn that down. Okay, let's go. Hmm.
Was war das? Was? Habt ihr das auch gesehen? Was war das denn? Ah, oh, Gänsehaut. Stop! Ach, da steht da, am Baum, geradeaus. Da hockt was. Matt Hunter. Please, Mom. I'm sorry I cut my hair. I won't do it again. I'm going to kill you! No. Please. Please. Mom, no. Mom, please. No, don't do it. Ich wusste es. Ich hab's gewusst. Allison. I killed her. Allison. We need to call for help. I killed her. No, you didn't. I killed her. And when they come, that's what we're gonna tell them. No. Yes. We look out for each other. That's what goblins do. And brothers and sisters. It's gonna be okay. We're gonna be okay. Okay, das war das erste Kapitel von Tell Me Why. Ja, ich weiß gar nicht so recht, was ich großartig dazu sagen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt, also ich weiß gar nicht, wo die Geschichte überhaupt hin möchte, weil ich habe gedacht halt, ja, ich weiß gar nicht, dieses Vieh am Ende, dieses komische Monster hat mich so dermaßen aus dem Konzept gebracht. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre nur Einbildung. Und ich meine, dass ich darauf gekommen bin, dass, ja, ne, die waren ja die Kobolde und die haben jede anderen Person, haben die halt auch ein bestimmtes Tier halt zugesagt, sag ich jetzt mal. Also der Sam ist mit Sicherheit der Bär. Und ich gehe mal davon aus, dass die Mutter, also die Mary Ann, nicht mit ihm zusammen sein wollte, weil er vielleicht schon immer ein Trinker war. Wir haben herausgefunden, dass die Prinzessin, das ist ja die Mary Ann, also die Mutter, von zu Hause weggelaufen ist und ihre beiden Kinder. Dann hatte ich ja die Vermutung, dass sie vielleicht von dem ehemaligen Ehemann weggelaufen sind und dass der dieser wilde Jäger ist. Aber nachdem ich jetzt dieses schwarze Vieh gesehen habe, bin ich da eigentlich ganz anderer Meinung. Wir wissen, dass jetzt, dass die Tessa die Pelikan-Dame ist. Die Biber-Dame gibt es nicht mehr. Die ist ja gestorben. Und die Frosch-Dame hat ihr das Haus halt gegeben. So, jetzt ist natürlich die Sache so, Allison hat die Mutter umgebracht.
Wir haben halt auch herausgefunden, dass die Mutter eigentlich gar keine Probleme damit hatte, dass ihre Tochter also ein Transgender ist, also er halt lieber ein Mann sein möchte. Wir haben herausgefunden, dass die Tessa dieses komische Camp vorgeschlagen hat, in dem die umgeformt werden und dass die Mutter sich aber nach einer Zeit veränderte. Sie kam nicht mehr pünktlich irgendwo hin. Sie hat ihre Schulden nicht mehr abbezahlt vor ein paar Monaten und sie hatte wohl auch angeblich was getrunken. Dann, Allison hat die Mutter umgebracht. Die Mutter wollte wirklich töten, aber die Frage ist, was hat sie gesehen? Sie wirkte sehr verwirrt. Sie wirkte sehr verwirrt. Und nicht so, als wenn sie wirklich bei Sinn wäre und ob sie wirklich gesehen hätte, dass das auch ihr Kind ist, auf das sie da gezielt hat. Wollte sie vielleicht ihre Kinder nur vor diesem Wesen beschützen? Und was ist das überhaupt? Ich meine, dass die beiden diese Zwillingskraft haben. Wir wissen ja, bei Life is Strange, das ist ja von den Machern von Life is Strange. Wir wissen ja, die Max hatte ja diese Gabe mit der Zeit zurückdrehen. So, und bei Life is Strange 2 war es ja so, dass jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen von dem Kleinen, dass der kleine Bruder ja auch diese telepathischen Kräfte hatte. So, und hier haben die beiden halt so Zwillingskräfte. Sie nennen das die Stimme. So, sie können miteinander kommunizieren. Jeder weiß ja, oder es wird ja auch oft gesagt, dass Zwillinge wirklich so bestimmte Kräfte haben, aber nicht jetzt in diesem Ausmaß, sondern eher so wirklich, ach, wenn der eine Bauchschmerzen hat, dann hat der andere auch Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, ob da wirklich was dran ist, ich habe da keine Ahnung von, ich habe mich damit nie beschäftigt. Ich möchte jetzt aber auch nicht sagen, dass es nicht so ist. Dass die beiden da jetzt so ihre Erinnerungen sehen, das wird ja eigentlich nur so dargestellt, die sehen ja nicht wirklich diese Bilder oder so, sondern also die sehen, man könnte es sagen, die sehen das, was wir so in diesen Glitzerdingen sehen, sind die in ihrem, also vor ihrem innerlichen Auge und spulen halt diese Erinnerung zurück. Das mit der Stimme ist schon wieder, ja, ich würde das Gabe nennen. Jetzt ist aber die Frage, die Mutter hat auch diese ganzen Geschichten zusammen erfunden. Sie hat auch einige Geschichten verfasst, in denen sie viel auch noch am Ende rausgerissen hat. Tessa hat sie auch eine Zeit lang damit aufgezogen. Und ich weiß nicht, was ist dieses Vieh? Was ist dieses Vieh? Was will das? Ist das wirklich da? Oder bildet man sich das nur ein, dass es da ist? Und es ist in Wahrheit ein Mensch? Also stand da eigentlich ein Mensch irgendwo in der Ecke? Aber das würde nicht erklären, warum das Vieh in der Polizeiwache war. Es ist eigenartig. Ich bin gespannt. Wie ich schon erwähnt hatte, die Kapitel folgen jetzt sehr schnell nacheinander. Also die kommen, wir müssen da nicht monatelang drauf warten, wie bei Life is Strange, sondern habe ich jetzt gerade aufgenommen, wir haben jetzt gerade Mittwoch und morgen soll schon Kapitel 2 folgen. Und danach die Woche soll schon Kapitel 3 folgen. Wie viele Kapitel es haben wird, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie lang die immer sein werden. Aber so gesehen, wenn ihr dieses Let's Play seht, dann werden die Kapitel alle nacheinander folgen und ihr müsst nicht warten. So, ich mache jetzt erstmal Ende hier mit dem Ding. Und dann werden wir noch ein bisschen kurz was gucken. Tyler und Allison. So, ich denke mal, es geht auch Ring angenommen. Ach, boah, ja, jetzt kommen ja diese Sachen wieder, genau. Okay, Tyler und Allison. Allison war glücklich, als Tyler Eddies Friedensangebot angenommen hat. 0% haben den Ring angenommen, 50 haben den Ring abgelehnt und 50 haben den Ring ins Wasser geworfen. Oh. Okay, wir haben den Ring angenommen. Nur mal so. Aber wir haben ihn nicht aufgesetzt. Zählt das dann zum Ablehnen? Okay, Allison hat sich gefreut, das Rätsel der Prinzessin zusammen mit ihrem Bruder zu lösen. 0% haben das Türrätsel gelöst. Hä? Ich habe das gelöst. Okay, ist wahrscheinlich noch nicht richtig aktualisiert. Weil ich habe es definitiv gelöst. Hallo? Ich habe es gelöst. Es ist halt schwierig gewesen. Man musste sich wirklich diese Geschichten mal kurz durchlesen. Und ich lese die euch auch noch so vor. Das mache ich auch noch in den anderen Folgen.
Aber ich lese dann halt immer so zwei am Stück vor, weil die gehen ja auch für mich ist echt lange und es sind halt so Zeitfresser. Wenn man mal so ein paar Sachen überfliegt, dann wird einem das auch klar. Okay, Tyler fühlte sich durch Allisons fehlendes Vertrauen im Laden nicht gewürdigt. 100% haben Tylers Erinnerung gewählt, 0% haben Allison. Ich habe Allisons Erinnerung gewählt. Also wahrscheinlich ist unseres deswegen auch gelb, also so orange gemacht, aber ja gut, okay. Tja, ich tanze mal wieder aus der Reihe. Tyler fühlte sich enger mit Allison verbunden, als sie sich auf der Wache auf seine Seite gestellt hat. 50% haben sich auf Tylers Seite gestellt, haben sich auf Eddie. Nee, wir waren auf Tylers Seite. Das ist ja auch dann orange markiert, auf was wir waren. Und wir alleine zählen anscheinend nicht zu irgendeinem Prozent. Okay. Sam Kansky. Tyler gewann Sams Respekt. 100% haben Sam zur Rede gestellt, genau wie wir. Tessa sprach offen mit den Zwillingen über Mary Ann. 100% haben die Wahrheit erfahren. Dann gab es noch, Tessa war verärgert und keine Antwort. Eddie Brown. Eddie fühlte sich von Allison zurückgewiesen, als sie sich auf der Wache nicht auf seine Seite gestellt hat. Ja, haben sich auf Tylers Seite gestellt. Genau, fortfahren. Jetzt wahrscheinlich, was kommt demnächst? So what now? Well, he's obviously not going to give us the truth. So I say we go get it ourselves. Wait, you're not seriously thinking of breaking and entering a police archive? Go big or go home. Ich wusste es, dass er da einbrechen will. Ich wusste es. Das habe ich sofort, als er da nochmal reingeguckt hat. Weil ich glaube nicht, dass er dieses Vieh gesehen hat. Okay. Dann sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal.